Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Der SSV Jahn Regensburg bestreitet am kommenden Sonntag sein letztes Spiel in der zweiten Liga. Los geht's bei Dynamo Dresden um 13.30 Uhr. Für den Jahn geht's um nichts mehr, für Dresden um alles. Die Dresdner wollen noch den Abstiegsrelegationsplatz verlassen. Die Bude wird restlos voll sein. Der Jahn bereitet sich schon intensiv auf die dritte Liga vor. Spieler werden gesucht und natürlich braucht man einen neuen Trainer, weil Franz Muda ja geht. Heißester Kandidat im Moment lustigerweise Ralf Lohse, denn der trainierte bis Dezember Dynamo Dresden. Schauen wir mal, ob es mit Lohse klappt. Vielleicht gibt es in der nächsten Woche schon eine Entscheidung. Das ist eine bittere Pille für die Anhänger des ETSV Heinsbach. Der niederbayerische Fußball-Bezirksligist zieht seine Mannschaft zurück. Der Grund: Spielermangel. Man startet einen Neuanfang in der A-Klasse. Schade, schade, schade. In der kommenden Woche, da gibt es ein besonderes Freundschaftsspiel. 24. Mai, Freitagabend ab 18 Uhr, die Frauenfußballmannschaft des FC Bayern München kommt nach Regensburg. Gespielt wird voraussichtlich am Regensburger Weinweg und der Gegner ist eine Auswahlmannschaft der Firma Continental. Das Ganze ein Benefizspiel. Die Einnahmen, der Reinerlös, geht an das Team Bananenflanke in Regensburg. Continental zahlt pro Zuschauer 5 Euro in den Topf vom Team Bananenflanke und die Frauen des FC Bayern München bringen A, viele Merchandising-Artikel mit und B, auch lukrative Preise. Es gibt eine Tombola und eine Versteigerung. Eigentlich ist diese Partie ein Muss für jeden Freund des Frauenfußballs. Viele Fußballspieler, viele Trainer haben eine gewisse Angewohnheit, mit der sie in die Partie hineingehen oder mit der sie sich aufs Spiel vorbereiten. Da wird das Spielfeld mit dem linken oder mit dem rechten Fuß zuerst betreten. Da gibt es die unterschiedlichsten Sachen. Wie sieht es denn mit diesen Marotten in Ostbayern aus? Damit beschäftigt sich dieses Mal unser Sidekick. Also ich habe diese Marotten, sage ich jetzt mal, ein bisschen so als Spieler mitgenommen, weil ich ja dann Spielertrainer war und dann, sage ich jetzt mal, zum Trainer wurde. Aber sicherlich, man hat schon sein Ritual, ohne dem geht gar nichts. Das versucht man halt immer wieder pro Spieltag halt reinzubringen. Ja, also ich tue eigentlich grundsätzlich immer 12 Stunden vor dem Spiel, stehe ich nachts auf und nehme Magnesium-Tablette. Und Bitterfantrosen vor dem Spiel. Also das mache ich grundsätzlich. Immer 12 Stunden vor dem Spiel. Das habe ich schon immer so eingehalten und das wird die nächste Zeit immer so bleiben. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit, ich ziehe immer erst einen linken Schuh an, dann einen rechten zum Beispiel. Also das ist halt so ein kleiner Tick, aber sonst. Ja, als Trainer hat man auch seine Marotten. Man hat eigentlich immer den gleichen Trainingsanzug, der aber Erfolg gebracht hat. Den zeigt man immer wieder an. Man hat auch immer wieder die gleichen Schuhe an. Ist auch bei mir so. Also die Marotten hat auch jeder, hat auch ein Trainer. Also das wird sich auch so fortziehen. Also nach Niederlagen wasche ich meinen Trainingsanzug. Das heißt, weg alles Negative. Und wenn gewonnen wird, dann muss er auch mal 2, 3, 4 Wochen herhalten. Weil dann hat man ein gutes Gefühl. Das sind halt so, ja, ist vielleicht meine Marotte, die man so hat. Der SV Burgwenting zieht in der Fußballbezirksliga Süd an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Grund für uns, den SV Burgwenting mal zu besuchen. Peter Schröder war bei Trainer Günter Brandl und bei Top-Torjäger Andreas Mayer. Der SV Burgwenting steht derzeit mit 71 Punkten weit vorne in der Bezirksliga Süd. Es fehlt noch genau ein Punkt und dann gibt es den Meistertitel. Wir sprechen mit Herrn Brandl, dem Trainer des SV Burgwenting. Herr Brandl, ein Punkt fehlt noch und 2 zu schlagende Gegner. Gedenkt mal, ist es in greifbarer Nähe nun der Meistertitel? Ja, in greifbarer Nähe schon, aber noch nicht in trockenen Tüchern. Wir brauchen, wie gesagt, noch einen und darum müssen wir nicht so euphorisch sein, sondern wir müssen noch hart arbeiten, bis der Punkt dann in der sicheren Tasche ist. Nun ist der SV Burgwenting doch eine sehr offensive Mannschaft. 105 Tore, das spricht für sich.
Ja, das ist auch so grundsätzlich unser Gedanke, dass wir versuchen, halt nach vorne zu spielen und ja, eine Offensive zu haben, wo ein Großteil aller Spieler sagen wir, torgefährlich werden können. Und ich glaube, den Spielern macht das auch, glaube ich, auch Spaß. Und ja, und mir ist lieber ein 4-3 oder ein 3-2 wie ein 1-0, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun ist ein Spieler dabei, der mit 36 Toren der absolute Torschützenkönig der Liga ist und das höchstwahrscheinlich auch bleiben wird. Der steht jetzt neben mir. Herr Mayer, 36 Tore und kein Elfer. Das ist eine erstaunliche Bilanz für die Saison. Ja, ist nicht schlecht gelaufen für mich, aber wie der Trainer gerade schon gesagt hat, wir sind eine offensiv ausgerichtete Mannschaft. Und ja, da kommt man halt vorne drin ein bisschen öfter zum Abschluss als vielleicht in anderen Systemen oder bei anderen Vereinen. Und ja, es ist gut gefallen, die Tore. Also kann mich nicht beschweren, wie es gelaufen ist. Nun, ja, man steht kurz vor dem greifbaren Aufstieg. Wenn es dann in die nächste Liga geht, geht man mit. Und was sind Ihre Pläne für die nächste Saison? Ja klar, werde ich da bleiben beim SV Burgwinting. Werde den Weg weiter mitgehen in die Landesliga und ja, wir schauen, dass wir nächstes Jahr eine schlagkräftige Truppe haben und dass wir da gut mitmischen können. Tja, da stehen alle Zeichen auf Landesliga beim SV Burgwinting. Das wird allerdings dann natürlich eine härtere Saison als dieses Jahr. Bereitet man sich schon vor? Spricht man vor allem mit Ihnen als Trainer, dass Sie mitgehen? Wie schaut es da aus in der Planung? Ja, okay, wir haben schon ein positives Gespräch gehabt, der Verein und ich. Und die Zeichen stehen auf eine weitere Zusammenarbeit. Ja, wichtig ist für die Landesliga, dass wir natürlich da absolut das Neuland betreten. Das ist klar, mit einem Großteil unserer jungen Spieler, die selber teilweise vom SV Burgwinting kommen. Und das wird nicht einfach werden, aber wir versuchen das halt. Unser letztes Spiel der Woche war ein total verregneter Derby. ASV kam gegen den 1. FC Bad Kötzting. In der ersten Halbzeit, da passierte einfach gar nichts. Wir steigen gleich mit unserem Rückblick in der zweiten Halbzeit ein. Peter Schröder, da gab's Tore. Nach der Pause wirkten beide Mannschaften frischer. Der FC dennoch klar stärker. In Minute 59, Kötzting am Ball, langer Querpass in den Strafraum, Stefan Hofner nutzt die Lücke und verwandelt zum 0:1. Keine 4 Minuten später, Christian Faschingbauer auf dem Weg zum Tor wird unsanft von Ederer gestoppt. Freistoß für die Kötzdinger. Faschingbauer macht ihn selbst und revanchiert sich mit dem 0:2. Der ASV ist merklich angeschlagen. In den nächsten 20 Minuten, kaum torgefährlich, lassen sie immer wieder Chancen der Gäste zu. Minute 84. Eckstoß der Rot-Blauen, Liebel führt aus. Der Ball zu hoch für Ranzinger, Christopher Stang startet durch und macht das 0:3. Nur Sekunden nach dem Anstoß. Pranschl mit einem Heber zu Ederer, der mit dem Kopf auf Peterscheck, der zieht ab. Mulatsch verspringt der Ball und erreicht ihn nur nach der Torlinie. Kam holt sich den Ehrentreffer 1:3. Das ist dann auch der Endstand. Wir schauen uns mal die Tabelle in der Fußball-Landesliga Mitte an. Der ASV kam auf Platz 3, der 1. FC Bad Kötzting auf Platz 6. Unser neuer Spiel der Woche wird uns präsentiert von Andreas Allacher, MZ-Sportredakteur. Andreas, was hast du für uns ausgesucht? Lieber Armin, für mich ist in diesem Wochenende das Topspiel in der Bezirksliga Süd die Partie zwischen dem ASV Burgingenfeld und dem FC Zandt. Auch wenn möglicherweise der ASV Burgingenfeld bereits beim Nachholspiel in Stamsried den zweiten Platz hinter dem designierten Meister Burgwinting fixiert hat. Es ist ein guter Test für die Landesliga-Relegation gegen den Tabellenvierten für die junge Mannschaft von Trainer Matthias Bösel, der mit Eigengewächsen und Spielern aus der Region eine neue Mannschaft geformt hat, die einzig vor der Winterpause nach Ausfällen etwas gewackelt hat. Die Mannschaft ist offensiv stark, hat einen ausgeglichenen Kader, ist eigentlich ein Team mit Zukunft. Ich bin gespannt, wie sie zu Hause gegen Zandt spielen und ob der Sprung in die Landesliga heuer schon gelingt. Langfristig ist der Weg aber vorgezeichnet, wenn diese Mannschaft zusammenbleibt. Der MZ-Kicktrick. Die Tricks, die finden, sind es, die auch den Fußball ausmachen.
Bei unserer Rubrik MZ Kicktrick zeigen wir Ihnen da ganz, ganz tolle Beispiele. Hallo, ich bin der Clemens und ich zeige euch heute den Edgar-Davids-Trick. Der Edgar-Davids-Trick wurde nach dem gleichnamigen ehemaligen Fußballstar benannt. Zur richtigen Ausführung müsst ihr drei Punkte beachten. Erstens, Schuss antäuschen. Ihr dribbelt auf den Gegenspieler zu und täuscht einen Schuss an. Zweitens, Gewicht auf den Ball verlagern. Aus dem Schuss antäuschen heraus steigt ihr mit dem rechten Fuß auf den Ball und verlagert auf diesen Punkt euer Gewicht. Drittens, hinterm Standbein durchrollen. Ihr steigt mit dem Standbein im selben Moment neben bzw. leicht vor dem Ball, damit ihr mit eurem starken Fuß den Ball hinter dem Standbein durchrollen könnt. Fassen wir nochmal zusammen. Erstens, Schuss antäuschen. Zweitens, Gewicht auf den Ball verlagern. Drittens, hinterm Standbein durchspielen. Desto flüssiger der Trick ausgeführt wird, desto effektiver kann man ihn auf dem Spielfeld einsetzen. Ihr habt auch einen schönen Trick auf Lager? Dann einfach ein Video aufnehmen und an die unten angegebene Adresse schicken. Unsere Jury setzt sich dann zusammen und dann wird entschieden, jawohl, das ist ein super Trick, der wird in der MZ Kickshow gezeigt. Da könnt ihr ganz schön groß rauskommen. Jetzt wünsche ich euch noch eine tolle Fußballwoche.